Hallo Edelmetall-Freunde, Freunde der Wahrheit. Ich begrüße euch und natürlich auch Sie zu den Top-News in der neuen Woche am Dienstag. Was hätte ich heute für spannende Themen? Auto- und Politbeben. Es geht natürlich auch um Brandenburg. Die GEZ. Da gibt es erstaunliche Stimmen aus Sachsen-Anhalt. Natürlich die Spannungen Russland gegen den Westen, die weiter zunehmen. Und am Ende habe ich noch kurz was zum Golde. Ich fange aber wieder an mit Schilder und der Autoindustrie in der Klemme. Es geht hier um die Absenkung des CO2-Ausstoßes über die gesamte deutsche Autoflotte und das sieht gar nicht gut aus. Apollo schreibt, demnach sind die Automobilhersteller nicht einmal im Ansatz in der Lage, in den kommenden Jahren die geforderten Flottengrenzwerte einzuhalten. Der Flottengrenzwert bezeichnet den durchschnittlichen CO2-Ausstoß der Fahrzeugflotte eines Herstellers, der nicht überschritten werden darf. Europäische Hersteller dürfen demnach aktuell Autos verkaufen und entsprechend neue zulassen, die im Schnitt 115,1 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Schon jetzt ist es für einige Hersteller anspruchsvoll, diesen Grenzwert nicht zu überschreiten. Damit die Erreichung des Grenzwertes von 95,6 Gramm CO2 je Kilometer realistisch wäre, müssten wesentlich mehr Elektromobile verkauft werden. Doch schon seit einigen Jahren stagniert der Absatz von Elektrofahrzeugen. In jüngster Vergangenheit geht er sogar deutlich zurück. Doch so oder so werden die meisten Hersteller auf konventionellem Wege nächstes Jahr nicht den EU-Flottengrenzwert erreichen können, also diese 95,6 Gramm ab nächstem Jahr. In dem internen Papier wird deswegen nun offen die Überlegung angestellt, die Produktion künstlich massiv zu drosseln. Hierdurch könne man den Strafzahlungen durch die EU entgehen. Das ist doch wirklich Wahnsinn. Anstatt dass sich die Autoindustrie mal aufschwingt und diesen ganzen Wahnsinn prinzipiell hinterfragt und angeht, stellt man lieber solche Überlegungen an. Es ist eben Schilder. Vom Autobeben zum Politbeben. Auch die Jugendlichen sind irgendwie nicht so richtig auf Linie zu kriegen. So sieht das Ergebnis der U16-Landtagswahl, also von Jugendlichen in Brandenburg, aus. Wenn wir uns die Prozente mal angucken wollen, finden wir das hier. Und was fällt hier noch auf? Nicht nur, dass die AfD doppelt so stark ist wie die SPD, sondern Balkendiagramme. Es ist wirklich zum Haare raufen. Fast 30, aber ehrlicherweise auch die SPD wurde hier falsch dargestellt. Sogar die Grünen. Immerhin auf einer anderen Webseite ist diese Peinlichkeit aufgefallen und korrigiert worden. Hier richtig. Also wer täglich mit den Problemen in der Schule konfrontiert wird, der stimmt natürlich dann auch ein bisschen anders ab, wobei das eher im Durchschnitt auch der Erwachsenen liegt. Das wird sehr spannend, denn ihr wisst ja, am Wochenende findet die Landtagswahl in Brandenburg statt. Und davor zittert alles, beziehungsweise davor zittern natürlich die herrschenden Parteien, weswegen auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer kuriosere Kapriolen veranstaltet, zum Beispiel diese. Verstörende Spielshow. ARD drängt 100 Teilnehmer zur Positionierung gegen die AfD. Ist die AfD eigentlich ein Problem? So lautet der Titel der ARD-Show Die 100 am Montagabend, bei der 100 Bürger ihre Standpunkte zu verschiedenen Themen offenbaren sollten. Das Konzept stellt ein Novum bei den Rundfunkformaten dar. Durch spielerische Einbindung in eine Debatte werden die Teilnehmer indirekt gezwungen, sich zu positionieren, vor allem gegen die AfD. Nachdem im Intro der Sendung noch einigermaßen ausgeglichene Stimmen zur AfD zu hören waren, überraschte die ARD dann mit tendenziösen Fragestellungen. Auch die Behauptung, rechte Kräfte würden die Abschiebung von deutschen Staatsbürgern planen, wird wieder bedient. Lügen muss man ja sowieso nur immer wiederholen, irgendwas wird schon kleben bleiben. Umso erstaunlicher, was ich am Anfang sagte, diese Initiative der CDU, sie haben wahrscheinlich begriffen, woher der Wind so langsam weht. Gebührengegner fordern ÖRR-Revolution. Jetzt haben die GEZ-Rebellen aus Sachsen-Anhalt erneut zugeschlagen. Die CDU-Fraktion im Magdeburger Landtag legt ein Papier zu den anstehenden Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor. Die Magdeburger CDU-Fraktion erteilt allen Plänen eine Absage, die Landesparlamente künftig nicht mehr an den Finanzierungsstaatsverträgen zu beteiligen. Sie fordern unter anderem Intendanten, Funkhausdirektoren, Chefredakteure und andere leitende Mitarbeiter in den Funkhäusern von ARD, ZDF und Deutschlandradio, aber auch in den Aufsichtsgremien sollen ihre Parteizugehörigkeit online offenlegen.
und präzise Vorgaben, welche Leistungen der ÖRR zu erbringen hat. Ziel ist eine Mindestversorgung an unabhängigen und ausgewogenen Informationen sowie Bildung, Kultur, Unterhaltung und Sport. Gleich komme ich zu den Spannungen, die natürlich immer weiter hochkochen. Zuvor danke unserem Videosponsor von Greyerz AG. Wer noch kein Gold hat, schaut euch die Preise an. Es geht täglich höher und ich glaube nicht, dass es noch große Korrekturen geben wird. Das ist essentiell wichtig. Und wer Egon von Greyerz live erleben möchte, mit ihm reden möchte, der ist natürlich herzlich eingeladen zu Forum Wann in München am 7. und 8. November. Weitere Hochkaräter erwarten Sie dort und natürlich interessante Bergbaufirmen. So we're here today in the biggest private gold vault in the world. And here, gold is stored for wealthy families, for institutions, for private banks, and even for some central banks. When you come through this vault, you go through a number of security zones. You're deep in the mountain here. We've gone for miles or kilometers through various security zones and different levels deep in the Swiss mountain to reach actually where the gold is stored. Dieses Video vom New York Prepper stelle ich mit in die Beschreibung ein. Und zwar spricht er hier davon, dass die Russen wohl ihre Schwarzmeerflotte von der Krim abgezogen haben und wohl einen Angriff der Ukraine erwarten. Und er spricht auch noch davon, hier lesen wir es in der Überschrift, dass Russland sein diplomatisches Korps in den USA wohl auf ein Minimum reduziert. Ich habe das leider nirgendwo anders gefunden. Also das mal als Information, die jeder selber beurteilen muss. Eine andere kreuzgefährliche Sache, die Houthis, sie haben wohl Hyperschallraketen und haben damit gerade auf Israel geschossen. Der angebliche Erwerb von Hyperschallraketen durch die jemenitischen Houthi-Rebellen, die in der Lage sind, die israelische Luftabwehr zu durchdringen, droht die Spannungen im Nahen Osten weiter zu verschärfen. Dass Saudi-Arabien mehr als Nadelstichbomben fordert, um die Waffenlieferung an die Gruppe einzuschränken. Saudi-Arabien, das die jemenitische Regierung unterstützt, die gegen die Houthis kämpft, glaubt, dass der Iran die Gruppe bewaffnet hat, auch mit den Waffen, die bei den Angriffen auf die Handelsschifffahrt im Roten Meer verwendet wurden. Diese Angriffe haben zu einer Halbierung des Verkehrs auf der Roten Meerroute geführt, die Kosten für den Seeverkehr in die Höhe getrieben und die ägyptische Wirtschaft durch die Unterbrechung des Suezkanals geschädigt. Wir bleiben noch in den Meeresgefilden in dieser Gegend. Die Amerikaner haben weiterhin einen Flugzeugträger in der Gegend. Und zwar die USS Abraham Lincoln. In Nahost verbleiben noch der Flugzeugträger Abraham Lincoln und dessen Begleitschiffe, die derzeit im Golf von Oman kreuzen, also in Reichweite des Irans und des Jemens. Wer weiß, es gibt ja so verschiedene Vermutungen, was mit Flugzeugträgern dort mal passieren könnte. Und auch in der Nordsee scheint etwas hochzukochen. Hall Turner, der seine Radioshow ja immer macht, hat etwas berichtet. Das werde ich hier absichtlich nicht zeigen. Wer es lesen will, kommt bitte in meinen Telegram-Kanal. Sowieso ist das sehr empfohlen, dort reinzugehen. Da stelle ich natürlich noch viel mehr News rein, Nachrichten als das, was ich hier bringe. Also Turner schreibt Folgendes. Am 12. September 24 verließen mindestens drei mit Hyperschallraketen vom Typ Zirkon bewaffnete U-Boote der russischen Nordflotte, bekannt als Projekt 885 Jasen-Klasse, ihren Heimatstützpunkt Severmorsk und nahmen Kurs auf den Atlantik. Dem renommierten Militärexperten Michael Chodarenok zufolge gab es einen Grund dafür, dass diese U-Boote ihren Heimathafen verließen und Kurs auf den Atlantik nahmen. Dies geschah insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass dies genau zu dem Zeitpunkt passierte, als der Westen seine Zustimmung dazu gab, dass die Ukraine aus westlicher Produktion stammende Langstreckenwaffen gegen Militäranlagen in Russland einsetzen dürfe. Wobei das ja irgendwie noch nicht so ganz klar ist. Also, er schreibt hier weiter, unter Berufung auf seine eigenen Quellen im russischen Verteidigungsministerium bestätigte Chodarenok zudem, dass die Russen über einen klaren Plan verfügen, um die NATO von Vergeltungsmaßnahmen abzuhalten. Und jetzt wird's richtig heftig. Ihm zufolge werde Russland unmittelbar nach der Zerstörung der Anlagen der MDBA Company, die Firma, die Storm Shadow herstellt,
auf dem Territorium des Vereinigten Königreichs einen Demonstrationsatomschlag auf eines der Gebiete im Atlantischen Ozean oder in der Nordsee nahe der Küste Großbritanniens statt. Das ist natürlich eine heftige Aussage, Hall Turner. Ich bringe das hier zur Info. Mache sich bitte jeder sein eigenes Bild. Vielleicht neigt er manchmal zur Übertreibung, aber man kann in diesen wahnsinnigen Zeiten absolut nichts mehr ausschließen. Und in der ganzen Gemengelage stockt Russland auch seine Truppen auf. Zerohead schreibt, zum dritten Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 hat Präsident Putin eine Aufstockung des russischen Militärs genehmigt. Am Montag, also gestern, unterzeichnete er ein Dekret zur Erhöhung der Zahl der Soldaten um 180.000. Das bedeutet, dass die russischen Streitkräfte im Winter 1,5 Millionen aktive Soldaten umfassen werden. Es ist auch ein klares Signal, dass Russland nicht vorhat, die Intensität des Kampfes im Donbass in nächster Zeit zu verringern. Also irgendwie läuft alles auf seinen unguten Bahnen weiter. Und folgerichtig, logischerweise, das hatte ich am Anfang erwähnt, Gold geht weiter hoch. Besonders natürlich in der Türkei mit ihrer großen Inflationsproblematik. Aber auch die türkische Notenbank kauft. Groß ist die Goldnachfrage auch bei den Zentralbanken. So ist die Türkei zum größten Goldkäufer der Welt geworden. Daten der Organisation WGC zeigen, dass die Türkei im ersten Halbjahr knapp 45 Tonnen Gold gekauft hat. Inmitten dieses Schlamassels sucht die Türkei nach Sicherheit. Und sie wollen natürlich unabhängiger vom Dollar werden. Hier ist übrigens der Goldpreis in türkischen Lira alleine seit dem vorigen Jahr mehr als verdoppelt. Diese Preisentwicklung wird sicherlich in Euro ähnlich ablaufen. Es wird also für Otto-Normalverbraucher immer schwerer, Gold zu kaufen, womit sich der Fokus dann bestimmt auf Silber verschieben wird, was ich weiterhin sehr aussichtsreich halte. Das waren die Top News am Dienstag. Wer mir einen Daumen geben möchte, kommentieren möchte, abonnieren möchte, tut das sehr gerne. Wir sehen uns am Freitag oder Donnerstag, denn wir haben hier ja einen Feiertag, spätestens wieder, also auf jeden Fall noch einmal diese Woche. Bis dahin, salut!